Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute mal nicht laufenderweise, sondern auf dem Rad. Was ich heute vorhab, erzähle ich nach dem Intro. Mache ich ja immer. Ich sitze auf dem Fahrrad, habe die Cam schön auf den Lenker gespannt, deswegen habe ich auch beide Hände sozusagen zur Verfügung, mal ausnahmsweise. Und ich habe mir einen Berg ausgesucht, den habe ich schon mal 20 Mal befahren. Ich weiß, dass es anstrengend ist und das mache ich heute wieder, weil ich auf die Lauferei keinen Bock habe. Deswegen fahre ich heute Berg mit dem Rad. Bergradfahren nennt sich diese Sportart. Ich fahre jetzt das erste Mal schon hoch, bin gerade schon mittendrin. Und ich halte euch auf dem Laufenden, wie ich das hinbekomme. 20 Mal ist das Ziel. Mal schauen, wie weit ich komme. Erste Mal habe ich hinter mir. Fahre den Berg jetzt wieder runter. Vielleicht ist ganz viel Wind in dem Video, weiß ich nicht. Ich bremse mal, Achtung. Das quietscht. Ja, Rückbremse nicht, so Vorderbremse. Quietscht. Scheißegal. Ich hoffe, ich komme gleich wieder hoch. Ich bin gleich wieder auf dem Weg nach oben. Jetzt bin ich das zweite Mal dabei, den Berg nach oben zu fahren. Das dritte Mal folgt sogleich. Das ist Berganstieg Nummer 3. Und hier ist Nummer 4. Hier bin ich mit dem fünften Anstieg. Und ich habe mir gerade eben so überlegt, eigentlich kann ich ja alles Mögliche erzählen. Rein theoretisch könnte ich jetzt sagen, fünfter Anstieg, dann mache ich 3 Sekunden Pause, schneide es im Video und sage sechster Anstieg und mache wieder ein bisschen Pause und danach sage ich siebter Anstieg. Aber das wäre totaler Blödsinn. Nee, nee. Also wenn ich das mache, wenn ich das sage, dann führe ich auch tatsächlich aus, was ich da ankündige bzw. was ich da kommentiere. Ja, das ist jetzt der fünfte Anstieg. Und wenn ein 6., 7., 8. folgt, dann werden auch die entsprechend durchgeführt. Wäre bescheuert, wenn ich irgendwann erzähle, ich laufe 13 Kilometer oder sowas. Ein letzter Sportblock. Ich laufe 13 Kilometer. Ups, bin auf die Fresse gefallen. Und dabei bin ich nur 5 Kilometer gelaufen. Bin komplett unfit. Aber habe toll erzählt, wie weit ich komme. Ja, und das Ziel am 30. September ist ja, Tough Mudder zu laufen. Und Tough Mudder verlangt mir 19 Kilometer ab. Und wenn ich 19 Kilometer mit 21 Hindernissen absolvieren möchte, dann muss ich vorher ein bisschen was leisten. Und deswegen wäre es bescheuert, grundsätzlich bescheuert, aber auch deswegen bescheuert, wenn man sagen würde, ich leiste hier irgendwas, erzähle irgendwas, mache tolle Schnitte im Video, aber in Wirklichkeit passiert gar nichts. Ich werde mal, ja, das mache ich mal. Den nächsten Anstieg, also jetzt mal Anstieg Nummer 5, den nächsten Anstieg werde ich mal komplett in die andere Richtung filmen. Seht ihr mal, wie weit das ist. Das ist echt scheiß weit. Ich würde sagen, weiß gar nicht, wie weit, aber 400, 500 Meter ist er schon den Berg hier hoch. Und da seht ihr mal, was für eine Leistung das ist. Naja. Für mich jedenfalls. Also, wir sehen uns gleich beim sechsten Anstieg. Genau. Ich bin hier am Fuße des Berges während meines sechsten Anstieges und könnt jetzt den kompletten Berg gerade sehen. Ist schon ein bisschen was. Und ich merke, dass meine Beine natürlich so langsam anfangen warm zu werden. Heiß würde ich sagen nicht, die brennen noch nicht, aber merkst du schon in den Beinen, was ich jetzt bisher gemacht habe. Sechster Anstieg immerhin. Und was ich unterschätzt habe und jedes Mal beim Radfahren unterschätze, ist ja der Hintern. Der tut ja scheiße weh irgendwann mal. Obwohl ich eine Radfahrerhose anhab, die gepolstert ist. Aber irgendwann tut der Hintern schon ganz schön weh. Und meine Fingerchen, die Fingerchen, die werden auch so langsam taub, weil ich immer irgendwie die gleiche Haltung habe.
zwar ab und zu mal so wechsle, aber ich merke den Fingerspitzen schon so ein bisschen, bitzeln. Das sind so Radfahrerleiden, beziehungsweise so Leiden eines Möchtegern-Sportlers, der so gut wie nie Rad fährt und dann ab und zu mal irgendwie sich so eine bescheuerte Mammutaufgabe ausdenkt. 20 Mal einen Berg hochfahren. Bekloppt ist das eigentlich. Ja, 6. Mal jetzt momentan. Und ich versuche euch jetzt den kompletten Berg zu kommentieren. Ist ganz schön viel Palaver, das ich jetzt machen muss. Aber was ich schon lange mal sagen wollte wieder, ist, wenn jemand von euch Sport macht und von euch jemand mir ein Foto schicken möchte oder ein Video, dann macht das doch. Also ich würde mich echt freuen und würde es in einer der nächsten Sportvlogs einbauen, denjenigen auch grüßen und sowas. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ich jemanden damit eine Freude machen kann, beziehungsweise wenn es vielleicht sogar heißt, Mensch, du hast mich zum Sportmachen animiert, weil das, was du da machst, das kriege ich schon lange hin. Und das ist ja auch so. Also das, was ich hier so treibe, ist ja jetzt keine Hochleistung. Ich kann kein Olympia gewinnen. Ich kann noch nicht mal eine deutsche Meisterschaft von EM, WM mal abgesehen. Ganz weit weg, ganz weit weg. Aber ich mache für mich Sport so weit, wie ich kann. Und das kann im Prinzip jeder leisten. Jeder kann ein bisschen was tun. Und es heißt zwar, Sport ist Mord, aber nichts tun ist erst recht Selbstmord. Oh, guter Spruch, muss man merken. Naja, auf jeden Fall solltet ihr den Arsch von der Couch heben und ein bisschen was machen. Und wenn es Walking ist, Nordic Walking mit den Stöcken, kann ich zwar gar nicht machen, weil da werde ich doof. Aber für jeden anderen, der irgendwie vielleicht nicht ganz so fit ist, ist es ein guter Anfang. Erst Nordic Walking, dann ein bisschen Jogging, dann weiß der Teufel was im Fitnessstudio, aufs Laufband gehen, ein bisschen Radfahren, schwimmen kann man. Man kann so viele Sachen machen, auch in der Gemeinschaft. Vielleicht Tischtennis spielen, Tennis ein bisschen hin und her bolzen auf dem Fußballplatz. Es gibt so viele verschiedene Varianten und das sollte jeder mal irgendwie sich zu Herzen nehmen und dann doch mal versuchen, ein bisschen sportlich tätig zu sein. Weil jeder, der irgendwie sportlich aktiv ist, der lebt länger. Und ich habe irgendwie Bock, länger zu leben. Weil mit meinen 43 ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange erreicht. Auch wenn ich jetzt keinen Sport treiben würde, würde ich vielleicht noch ein paar Jahre machen. Aber wenn ich weiterhin Sport treibe und fit bleibe, oh, da ist noch ein bisschen was länger drin. Ich bin sogar fast oben. Wie geil ist das denn? Hab den kompletten Berg durchgebabbelt. Und jetzt hört man vielleicht schon die Autobahn irgendwo. Denn hier an der Kuppe des Berges direkt dahinter die Autobahn, die da, wo die Autos fahren. Wenn ich jetzt da bin, drehe ich rum zum 6. Mal und fahre zum 6. Mal runter. Und dann kommt gleich Nummer 7. Hier seht ihr, wie es nach unten geht. Hier ist mein Schatten. Ich wink mal. Uah, die Fresse gefallen fast. Ich wink mal. Das bin ich. Hammer. Andere Hand. Jetzt quietscht gleich. Das ist die andere Hand. Also bis gleich, bis zum 7. Anstieg. Ich habe gerade meinen 7. Anstieg so gut wie durch. Bin gleich an der Kuppe angekommen. Man hört vielleicht schon die Autobahn im Hintergrund. Und dann drehe ich jetzt rum und fahre zum 7. Mal runter. Das ist schon anstrengend mittlerweile. Nicht so Larifari. Oh, aber die Abfahrt ist so geil. Bisschen Wind. Schön mit Bremse natürlich, damit es länger dauert. Aber trotzdem ist es zu wenig Erholung, als dass ich sagen würde, die nächsten Anstiege sind ohne weiteres zu schaffen. Da muss ich schon ganz schön kämpfen jetzt gleich. Also gleich kommt mein 8. Anstieg und dann noch 12. Puh, rechnen ist auch schwer. Wow, ob ich das schaffe heute? Mal gucken. Harte Nummer. Anstieg Nummer 8. So, jetzt fahre ich das 9. Mal. Hey, wow. Beinahe
Das neunte Mal. Mir hat's die Fresse gefallen, ey. Das neunte Mal hier hoch. 10 kommt zugleich. Mann, Mann, Mann. Die Kraft lässt nach. Ich komme jetzt das 10. Mal oben an. Das 10. Mal benötigt erstmal eine Pause. Ich bin jetzt stetig hoch und runter gefahren. Und beim 10. Mal, ich muss mal kurz anhalten. Oh, mir tut der Hintern weh. Aber sowas von. Warte mal. Oh. Kann man auch mein Rad mal sehen hier? Moment. Wo ist mein Rad hier? Ich bin jetzt 10 Mal hoch und runter gefahren. Und ich muss mal kurz austreten. Also nicht, ich muss noch nicht Lulu oder so, sondern ich muss mal kurz eine Runde gehen, weil mir tut sowas von der Hintern weh. Das ist schon fies. Wenn man sich gewohnt ist. Und der Sattel, kann ich mal zeigen, der Sattel ist ja nicht so der geilste, ne? Jedenfalls für meinen Dicken hinter mich. Warte mal, wo ist er? Wo ist er? Hier. Das ist der Sattel. Das ist schon fies, das Ding. Aber meine Radfahrerhose kann ich alles abpolstern, deswegen laufe ich mal eine kurze Runde. Und dann noch 10 Mal. Die Hälfte habe ich. Bergfest sozusagen. Ich bin ja oben auf dem Berg. Haha. Toller Witz. Also, ich mache mich gleich wieder runter. Bis gleich. Ich fahre jetzt das 11. Mal hoch. Ich weiß gar nicht, ob er mich eben so verstanden hat, weil da oben ist ja Autobahn. Da, wo ich rumgelaufen bin, war es ganz schön laut. Auf jeden Fall war eben Bergfest. 11. Tour jetzt. Und jetzt kommt sozusagen der Rest der ganzen Veranstaltung hier. So, jetzt bin ich schon bei Nummer 12. Harte Nummer. Die Beine fühlen sich an wie Blei gerade. Ich muss danach noch 8 Mal und leck mich am Arsch. 8 Mal. Ich probier's. Ich fange jetzt meine 13. Tour an. Die 13. Tour ist auch anstrengend. Anstrengender als die 12. und die 11. Fuck. Da habe ich mir was aufgeheizt mit 20. Aber 13 habe ich jetzt schon mal. Das ist schon mal gut. Gucken, wie weit ich komme. 14. Ich bin mitten bei 14. Ich kann gerade nichts erzählen. 14 auf jeden Fall. Fuck. 15. 15. Tour jetzt. Mir tut der Arsch weh wie die Sau. Ich kämpfe aber so gut ich kann. Mich da hoch jetzt. Verdammte Hacke. Heute Abend weiß ich, was ich getan habe. Aber wenn du jetzt gerade irgendwo auf der Couch sitzt, ich muss babbeln, damit ich die Zeit vergesse. Wenn du jetzt irgendwo auf der Couch sitzt, dann zieh die Scheißschuhe an und wenn es die Badeschlappen sind, geh zum Schwimmbad, schwimm eine Runde, geh vors Haus, lauf ein bisschen. Ich kann's doch auch. Ich bin auch viel dicker, als ich sein müsste. Los, geh raus, geh walken, geh joggen, melde dich bei deinen Kumpels, geh Tischchen spielen oder Fußball oder weiß der Teufel was. Bandbinden ist auch eine Variante. Oder nimm die Schaufel und grab ein Loch und wieder zu und wieder auf und wieder zu. Mach irgendwas. Mach was, ich kann's doch auch. Also, 15. Tour. Gleich zu Ende, ich bin gleich oben. Das will ich euch nicht vorenthalten, wie ich wende. Das ist richtig geil. Die Wenden, die machen mir am meisten Spaß. Weil danach geht es einfach nur bergab. Das ist super. Pass auf, gleich bin ich oben. Ah.
Jetzt drehe ich wieder. Hintergrund vielleicht die Autobahn zu hören, keine Ahnung. Und es geht runter. Runter. Eine halbe Minute, ne Quatsch, 20 Sekunden oder sowas, glaube ich. Und dann zur 16. Tour wieder hoch. Ich genieße das. Jetzt beginne ich meine 16. Tour. Ich bin noch am Anfang des Berges, weil ich gerade den Abfahrt hatte, bin ich so außer Atem. Ist immer gut. Aber das wird sich in 30 Sekunden wieder geben. Bin ich wieder im Arsch. Also 16. Tour bergauf. Die 17. folgt zugleich. 17. Einfach nur 17. Mittendrin gerade. 17. Jetzt wieder am Anfang der 18. Tour. Die 18. Tour. Weiß nicht. Also meine Beine sind ganz schön hart drauf gerade. Die sagen zu mir, leck mich am Arsch. Aber es muss weitergehen. Die 18. und dann noch zwei. Dann hab ich's. Krieg ich schon hin. Krieg ich schon hin. Ich komme jetzt gerade zum 19. Mal oben an. 19 Mal hätte ich vor nur ganz leise gedacht, dass ich schaffe. Geschweige denn 20. Aber die 20 kriege ich jetzt auch noch hin. Jetzt wende ich gleich. Ein paar runter. Mein letztes Mal. Mein allerletztes Mal. Noch einmal. Oh, mir tut der Arsch weh, du. Mann, oh Mann. Danach ist Eistonne dran. Ich beginne jetzt meine 20. Tour. Und für die 20. Tour habe ich mich dazu entschlossen, euch wieder komplett teilhaben zu lassen. Aber keine Angst, ich werde das in Zeitraffer gleich zeigen, wie ich den Berg da hochfahre. Weil die ganze Zeit quatschen kann ich nicht. Das funktioniert diesmal nicht. Ich wechsle jetzt erstmal die Perspektive. Natürlich seht ihr jetzt erstmal meinen Rad nur. Ich muss ein bisschen drehen. So. Das ist der Berg, den fahre ich jetzt hoch und halte jetzt den Mund, damit es jetzt ein bisschen fixer geht. Und los! So. Jetzt habe ich es gleich geschafft. 20. Mal. Wie geil ist das denn? 20 Mal hier hochgefahren. Verdammte Scheiße. Super. Richtig geil. Jetzt wieder zurück. Einfach nur runter und nach Hause. Das war der Sportvlog von heute. Ihr seht nur meinen Schatten, aber das muss reichen. Eines fehlt noch, um den Sportvlog zu vervollständigen. Das ist Cheerio, Miss Sophie!